herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindwort. Heute zum Thema Volkswagen Beetle. Wir haben mit dem Projekt angefangen. Ja, der Jean-Pierre von JP Performance hat das schon auf seinem Kanal veröffentlicht. Und wir zeigen euch hier bei uns auf dem Kanal, wie wir das alles bauen. Ja, er ist nicht immer dabei, deswegen werdet ihr bei ihm auf dem Channel nicht alles sehen. Aber bei uns, ja. Anderes, also zum Thema Bodykit, werdet ihr bei uns mehr sehen als bei ihm. Ja, nur schon für Info vorab. Ne? Eigentlich gefällt mir das Auto wirklich nicht so. Ja, typisches Frauenauto, wie ein Fiat 500. Wenn du das Auto siehst, drehst du dich automatisch auf der Autobahn um. Guckst du, meistens sind das Mädels. Das, was wir hier haben, ist natürlich auch für die Männer gedacht. Ja, es wird auf jeden Fall breit. Sehr, sehr breit. Wir haben auch hin und her überlegt, hin und her, hin und her. Und wir werden uns so ein Auto mit Straßenzulassung als Firmenwagen bauen. Gut? Sehr gut, ja. Ja, wir werden die auch die Aufkleber, müssen wir gucken, ob Volkswagen das uns erlaubt und so weiter. Müssen wir gucken, welche Aufkleber wir da drauf machen. Aber ich finde, das ist so ein cooles Auto für kleines Geld. Und wir werden das Bodykit zum Verkaufen anbieten. Ja, das richtig Coole an dem Bodykit ist, das wird alles geschraubt, das wird nichts gesägt, nichts abgeschnitten, gar nichts. Bei unserem Projekt. Was Jean-Pierre macht mit dem Auspuff vorne und so weiter, das werden wir nicht machen. Bei uns, kann man sehen, warte Sekunde, wo ist er von hinten? Hier. Bei uns, da wo der Auspuff vorne ist, wird einfach ein Gitter sein. Ja. Das werden wir machen. Der Auspuff hinten, ganz normal, wie Serie auch. Ja. Und den kleinen Heckflügel auf der Scheibe, wenn wir auch nicht machen, weil das ist uns etwas zu klein. Nein, es ist ironisch gemeint, es ist zu groß. Da kriegen wir gar keinen TÜV dafür. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Aber für das alles andere, für das ganze Bodykit, kriegen wir TÜV. Ja. Findet ihr Steuer auch so nervig? Oder macht ihr überhaupt eine Steuererklärung? Wenn nicht, solltet ihr wirklich euch den Sponsor des heutigen Videos anschauen, nämlich Zaster. Es könnte nämlich sein, dass ihr wirklich eine Menge Geld zurückbekommt. Ungefähr 12 Millionen Menschen in Deutschland machen keine Steuererklärung und verschenken somit wirklich sehr, sehr viel Geld. Jetzt fragt ihr euch, wie es geht. Ja, das ist ganz einfach. Registriert euch einfach mit wenigen Klicks auf zaster.de. Da müsst ihr ein paar Daten eingeben, Name, ID-Nummer, Adresse etc. Das dauert ungefähr 3-5 Minuten. Ohne Papierkram, ohne Kopfschmerzen, ohne Stress, wirklich total easy. Die lassen dann überprüfen, ob ihr Geld zurückbekommt. Wie viel Geld ihr zurückbekommt, sagt euch zaster.de innerhalb von den nächsten 3 Tagen nach der Eingabe. Nachdem ihr das Angebot bekommen habt, könnt ihr entscheiden, ob ihr einen Steuerberater bei zaster.de einschalten wollt oder nicht. Das bleibt euch immer noch nach 3 Tagen überlassen. Die Gebühr für den Steuerberater wird es dann fällig, wenn ihr die Steuer auch bekommt. Die wird nämlich automatisch nach der Erstattung über zaster.de direkt verrechnet. Einmal hier unten auf dem Link klicken, guckt euch das an, kostet 5 Minuten, vielleicht kann man ein bisschen Geld sparen. So, weiter geht's mit dem Video. Ich freue mich wirklich, dass quasi ich das Projekt bauen darf, wo Sony, die Designer aus Los Angeles und Volkswagen sogar Go gegeben haben. Ja? Und Jean-Pierre natürlich. Ja? Das finde ich echt cool. Das ist so ein Projekt, so typisch meins. Ja? Also das gefällt mir so, wie es ist. Die Jungs aus Los Angeles haben echt einen coolen Job gemacht. Also unsere Version wird quasi so wie die ist, ja? Nur Auspuff hinten, nicht vorne und den kleinen Heckflügel weg. Ich meine den großen. Ja? Wir haben schon ein paar Bilder für euch vorbereitet, vorher, nachher. Das ist so ein Auto, Basisbild von JP Performance und Achtung, so wird er aussehen. Platsch. Brutal. Was wir hier nicht machen, ist die Haube, ja, dass man quasi die Lufteinlässe hat, plus also die Lufteinlässe, die von oben kommen, ja, und von unten noch. Die werden wir nicht bauen, wir werden nur diese quasi Lufteinlässe bauen, die vorne sind. Ja. Wir werden das Bodykit über uns verkaufen, bei priorsein.de, aber die Haube haben wir uns entschieden, dass wir den ein bisschen anders bauen. So wird er aussehen. Auf den Scheinwerfer, diese Folie, kann man auf der Rennstrecke machen. Wir machen es nicht mit Straßenzulassung. Ich finde das Auto perfekt. Wirklich perfekt. Auch die
Die Felgen finde ich richtig cool für das Auto. Also passt wirklich alles wie Faust aufs Auge. Ja. Wirklich top. Wirklich, wirklich top. Ich würde mal behaupten, wir gehen jetzt mal scannen. Mhm. Scannen das Auto und machen so eine Videoreihe. Ich weiß nicht, 3-4 Videos vielleicht schon. Ja, schon. Ja, so 3-4 Videos werden wir machen. Wie wir das Ganze produzieren, ja, oder entwickeln. Hier sieht man das nicht. Auf jeden Fall, Ende der Geschichte ist, auch hier sieht man es gut, dass der Spoiler minimal größer ist und ein bisschen nicht nur nach oben geht, sondern auch nach hinten. Ich finde, das wird cool aussehen, wenn nur der Spoiler da ist. Ja. Dann machen wir so ein Promo-Auto von uns. Ein Volkswagen Beetle. Wer hätte das gedacht? Ich muss eins sagen, am Anfang vom Prior-Design haben wir einen Beetle umgebaut. Ja, weil wir hatten schon mal einen Firmenwagen, und zwar ein VW Beetle. Der Vorgänger von dem war ja damals das aktuelle Modell. Hast du ein Bild? Ja, das ist der Beetle, den wir damals hatten. Ja, also so weit sind wir nicht entfernt. Damals haben wir nicht gedacht, dass wir ein Whitebody dafür bauen werden, aber die Zeiten ändern sich, ja, und die Ansichten auch. Wir haben den so ein bisschen an einen Porsche GT3 vorne angelehnt, ja, auch hinten die Stoßstange so ein bisschen wie der Porsche-Look eingebaut. Also das haben wir nicht gebaut, also die Heckscheibe war schon so, wie wir gekauft haben. Ja, jetzt bauen wir das neue Modell. Also, wer so Interesse hat an so einem Bodykit, der kann sich gerne bei uns melden. Ich freue mich wirklich auf das Projekt. Ich denke mal Mitte, Ende Januar. Eigentlich Ende Januar sollte das fertig sein. Wer nichts verpassen möchte, der kann uns gerne abonnieren, folgen auf Instagram, überall. Dann werdet ihr viel mehr sehen, viel, viel, viel mehr sehen als nur hier bei YouTube. Also mal gucken. Wir posten manchmal mehr Bilder auf Instagram, ich privat oder vielleicht über die Firma. Oder hier bei YouTube machen wir mehr die Videos und so weiter. Deswegen folgt uns überall, dann werdet ihr nichts verpassen. So sieht's aus. Ende vom Gelände, wir gehen jetzt scannen. Wird jetzt ohne Kotflügel gescannt? Weil wir wollten gucken, ob das der Kotflügel einzeln abnehmbar ist. Weil das natürlich für Whitebody ist der Jackpot. Da muss man nichts schneiden, da muss man nichts machen. Einfach nur Schrauben ab, Schrauben dran, tschüss. Whitebody fertig. Das ist natürlich super leicht. Wie bei einem Audi R8 von uns. Da muss man auch nichts schneiden, nichts machen. Einfach nur 1:1 austauschen gegen Original.